Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders. In der letzten Woche hatten wir hier die Vereinigten Städte in der Mitte quasi käuflich erworben, fast vollständig, und es wären noch drei Städtchen hier. Und hier oben im Kornland gibt es noch eine Stadt und jede Menge Farmen. Wir haben auch eine kleine Streitmacht, um diesen Bereich auch zu halten. Des Weiteren ist uns leider ein Drachenreiter hier durch die Lappen gegangen. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Auf jeden Fall ist er jetzt da und nervt uns hier an unserer Startposition. Unsere Fernkämpfer sind auf dem Weg, aber die sind nicht die schnellsten. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten 2-3 Zügen wieder hinter uns haben. Das heißt, erinnert uns auch nur daran, dass wir jetzt in der Mitte dann, wenn wir hier alles gekauft haben, auch uns ordentlich drum kümmern müssen. Also Welle bauen, ein paar Bogenschützen da lassen, solche Geschichten. Oder am besten Schleuderschützen. Gut, wir hatten hier noch einen Todessturm abbekommen, das war auch nicht so der Hit. Aber wir haben es überlebt. Gut. Ja, ihr müsst da bleiben, ihr müsst da bleiben, ihr müsst da bleiben. Genau, gucken wir, was passiert. Nervig. So, das erste, was ich jetzt immer machen will, den da hinschicken. Und den brauchen wir eigentlich, um die Städte wieder einzunehmen. So, dann war eigentlich das Wichtigste, die Gehöfte hier einzunehmen für mehr Geld. Was da hinten? Noch eine zufluchtsuchende Gruppe. Wachturm. Okay. Oh, das sind Zwerge. Und da ist der Goblin-Anführer. Rola. Kriegen wir den gesniped? 5. Schwierig. Na, wenn müssten wir jetzt... Wenn wir das versuchen wollen, müssten wir jetzt hier unser Gold investieren. All unser Gold. Hier nach Norden, so schnell wie es geht. Der hat nicht viel, was über die Mauer kann. Nur die zwei Spinnen. Also es wäre gut möglich, dass er den Kampf auch verliert. Müssen wir mal gucken. Also müssen dann hier gucken, dass wir die Stadt auch befestigen. So dass wir dann hier auch ohne die Streitmächte vorankommen. Ansonsten. Da haben nämlich alle Mauern. Wir haben nichts, was Mauern überwindet. Und hier oben sind dann auch die Frostlinge, wie zu erwarten. Dann war das hier unten eine Frostlingstadt. Alles klar. Genau, machen wir hier erstmal noch so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Die Mine einnehmen. Gehen wir nach unten gucken, was hier so geht. Ihr müsst noch warten. Wichtig wäre, dass wir jetzt eigentlich diesen Schrein da eingenommen bekommen. Und wir kümmern uns, dass wir diese Stadt eingenommen bekommen, dass dieser Schrein nicht weiter auf uns Todeszeug ballert. Das wäre irgendwie cool. Kann dich gibt's noch. Soll jetzt noch das letzte Schiff hier aufhalten. Dann hast du dann fast deine Medaille. Die habe ich auch gezogen, ne? Hier schon. So. Okay. Das sieht einnehmbar aus. Ach, guck an, er verzieht sich. Das heißt, wir könnten mit einem schnellen Reiter gucken, wie viel die
Die haben Frieden geschlossen. Ah, die sind uns ja nicht unbedingt feindlich gesonnen. Wir sehen halt nicht, ob es denen gefällt oder nicht. Gucken, was er sagt. Drei. Ja, das kommt mir bekannt vor, die Summen. Interessant, dass er hier Frieden mit denen eingeht. Ich will vorher sehen, dass der Anführer Bogenschützen hat er, ansonsten nur Level 1 Einheiten. Wenn wir uns ranhalten, können wir ihn sogar besiegen. Ich würde nämlich die Stadt dann links liegen lassen, weil ich die eh dann mit Truppen halten müsste, um sie umzusiedeln. So, das große Problem ist hier eigentlich, Hamburg brauchen. Ha! Produzieren. Und das in die Reihe. So, puh. Unnötig kompliziert. Wir sollen nicht über diesen Turm kommen. Und wenn ich jetzt hier so außenrum gehe, dann lasse ich hier alles relativ unverteidigt. Deswegen würde ich fast sagen, ich weiß nicht, einen könnte man hier immer noch schicken, der die Mine da einnimmt. Und alle anderen gerade, weil die, ja sagen wir so, wir schicken mal die Reiterei, schicken wir ruhig mal hier raus. Die Ritter, Speer, was auch immer, die schnell sind. Die könnten dieser Goblin-Gruppe auch sonst entkommen. Ansonsten gehen wir dann hier so nach Süden. Na, das sah aus wie das Geister Blue oder so, Kommen wir denn rechtzeitig? Yes, Baby, kommen wir. Wir müssen ja eigentlich nur snipen. Speichern. Nehmen wir schon mal einen Gegner weniger. Ne, ruhig, alle müssen die Stadt ja dann halten. Alles relativ wenig Lebenspunkte. Nichts, was ein oder Zauberspruch nicht ändern könnte. Unsere anderen Truppen haben jetzt auch nicht so viel Lebenspunkte. Sonst, wenn man so einen heilenden Regen hätte wie in Age of Wonders 2, das wäre was. Also um die Fernkämpfer kann sich der Anführer kümmern. Um die zwei Nahkämpfer, die rauskommen, müssen sich die Ritter oder die Reiter kümmern. Das wird nicht anders. Oh, der macht aber auch ordentlich Rabatz, ja. Vielleicht müssen wir doch ja ein bisschen langsamer alles nach und nach wegprügeln. Okay. Wenigstens einer wehren kann. Okay, das war nicht schlau. Okay, interessant. So. Okay.
Ernsthaft? Die Frage, heile ich mich noch oder nicht? Okay. Okay. Okay, aufwerten lassen wir mal noch durchgehen. Jetzt muss man gucken, dass mir die ganzen Ork-Sachen halt relativ zeitnah eingenommen kommen. Hier unten müsste jetzt ein bisschen neutrales Volk rumgehen. Wir haben jede Menge Gold, weil halt diese Stadt uns so viel Gold bringt. Wir müssen sie nicht umsiedeln, die werden umgesiedelt in zwei Runden, in einer Runde umgesiedelt. Da haben wir das auch erledigt. Cool! Ah ja. Natürlich. Achso, aber da haben wir ja alle dabei. Das heißt, es müsste klappen. Ja, da brauchen wir eh den Rambock, das können wir sonst eh nicht machen. Kommt der raus? Kommt der raus? Mauern zum Malmen. So. Kann ich hier noch die Leute hinstellen? Guten Zielwinkel. Ärgerlich wäre, wenn er den jetzt kaputt macht und wir deswegen dann die andere Stadt noch nicht einnehmen können. Müssen wir erst einen neuen Rahmenbruch bauen. So, und du nimmst das ein und wir sind jetzt hier die Wachen. Falls hier noch irgendwas aus dem Norden kommt. Kein Geld. Das könnten wir uns in der Theorie leisten. Die Frage, wollen wir das noch so eine kleine Stadt? Der liebe erstmal die großen Städte. Die haben wir gezogen. Die haben wir gezogen. Beziehungsweise hätte ich gerne Geld für die Zwergenstadt, wenn ich mal ehrlich bin. Okay. Was haben sie? Jetzt haben sie doch den Krieg erklärt? Und jetzt haben sie uns auch den Krieg erklärt. Okay. Okay, unsere Forschungsdinger gehen uns langsam auch aus. Machen wir Trennung. Das kann man immer gebrauchen. Nehmen wir. Das ist nämlich eine sehr gute, strategisch gute Position. Müssten wir noch zwei Bogenschützen produzieren. Ansonsten sammeln wir uns jetzt hier an dem Punkt hier und die Reiter können auch die Stadt hier einnehmen von den Frostlingen. Die Krieg wollen, kriegen sie Krieg. Ja, wo ist das? Ask and you receive, ne? Frage und du wirst bekommen. Sind das auch hier schon bessere Bogenschützen? Nee. Bei Age of Wonders 2 und folgende sind die Frostlinge eine der wenigen Völker, die mit Schießkunst 1 starten. Neben den Elfen und Dunkelelfen. Also für jede Fraktion gibt es eine Nummer 1. Also für jede Ausrüstung. Gut, neutral, böse, gibt es ein Volk, was mit Schießkunst 1 startet. Mm.
Mit denen möchte ich mich eigentlich anfreunden. Beziehungen sehen nicht ganz so gut aus, oder? Vorne sehe ich das, wie die aussehen. Misstrauisch, 31%. Feindselig, minus, okay. Das ist neutral. Und das möchte ich eigentlich halten. Wenn man nämlich Städte befestigt und ausbaut, dann finden die das total cool. Okay, Unruhe. Einer müsste hier schon stehen bleiben. Können wir vielleicht dann in den zukünftigen Runden noch ein bisschen scouten? Ach, guck an, die müssten wir jetzt auch kaufen, weil die rebelliert haben. Das ist ja super. Mal gucken, eventuell bräuchte ich euch dann hier, um den Goblin-Anführer zu kümmern. Ansonsten hätten wir jetzt ja nur noch Gegner gen Norden. Also wenn wir jetzt mit unserem Anführer gen Norden ziehen, sollte das ja passen. Süden könnten wir den 8 Lebenspunkte, 5, 2. Problem ist, dass er nur 2 Verteidigung hat, ne? Kann das sein? Furchtbar. Den Rest könnten wir den Elfendude auch ruhig überlassen. Oh, der ist schon Stufe 3 verstärkt. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, was hätten wir gern? Stufe 3 Elfenzwerge oder Halblinge? Weil ich gar nicht weiß, was die alle so haben, ne? Das wäre auch noch eine Möglichkeit oder was Wichtiges, das rauszufinden. Ich glaube, bei den Elfen weiß ich es, da habe ich es gesehen bei der ersten Mission vom Kult der Stürmer, aber ich weiß es nicht mehr. Machen wir Zwerge. Bist du auch noch versklavt, wenn ich weggehe? Ja. Wenn noch einer weggeht? Stabil, stabil reicht mir. Ja, wie gesagt, da kann sich eigentlich unser Elfenfreund drum kümmern. Hier, wenn er das unbedingt will. Müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Interessant wäre nochmal hier. 300. Den Mana haben wir nicht. Die sind jetzt umgesiedelt, das heißt, wir können jetzt auch nach vorne. Ah ja. Noch ein bisschen mit den Höhlen forschen, was hier so geht. Hamburg sind wir noch nicht fertig. Gut. Ich hatte doch noch irgendeine, die es bewegen kann. Ne? Ich glaube, ich bin alle durch. Das Schiff ist hier auch. Okay. Gut, also müssen wir jetzt das Gold dann investieren, um die beiden Städte zu erobern. Und dann könnten wir die eigentlich mit dem Schiff übersetzen. Sobald das Schiff hier das erledigt hat, mit dem können wir dann die Truppen hier sammeln, hier übersetzen und gegen den Frostling-Typen schicken. Um denen wenigstens Paroli zu bieten. Patrouillieren, ja. Lustig. Die patrouillierenden Truppen sollten wir natürlich loswerden. Noch Möglichkeit. Du kannst mit denen mal eine Achtergruppe bilden. Sonst bist du jetzt hier eine Wache. Ist das hier schon ausgebaut? Nee. Müssen wir mal gucken, wofür wir unser Geld so investieren. Na, erstmal investiert man natürlich das Geld immer, um mehr Geld zu bekommen. Das ist immer die beste Art Investition. Okay, nehmen wir gerne mit.
Skal ist hier mal, was uns noch so hier erwartet. Ein Knoten, den hätte ich gern. Ihr müsst jetzt hier eine ganze Weile warten, ich weiß. Oh, guten Tag. Aber niemand, der Mauern einreißen kann. Finde ich okay. Damit schützt uns auch diese Turmfestung ja richtig gut. Nächste Runde sind nämlich die Mauern drum. Und dann ist die Frage, what you gonna do? Fangen wir den hier unten an. Klären. Also Truppe geht dann hier nach Norden weiter. Oder bleibt ihr auch in der Mitte Verteidiger, das wäre auch eine Option. Genau, müssen dann irgendwann anfangen, die Mauern zu errichten. DDR-Style Mauern errichten. Dann können wir jetzt gar nicht viel machen. Wir müssen dann unser Geld immer einsetzen, um mehr Geld zu produzieren. Man könnte höchstens, was ich halt auch mal vorhatte, Galeone irgendwo installieren, aber das... Ah, weiß nicht, ob das so zielführend ist. Wahrscheinlich eher nicht. Klar gibt es hier ein bisschen auch Seeschlachten und so, aber das hält sich in Grenzen. Wir könnten jetzt auch diese Gruppe abfangen. Keltschutz schwimmen, sehr hohen Angriff, wenig Leben. Mehr 5 Reiter. Das könnten wir uns noch überlegen. Ansonsten. Die Gefangenen. Das ist was ich auf jeden Fall machen will. Mal hier, jetzt sind wir hier auch soweit. Nee. Der kann nicht einfach über uns drüber gehen, ist klar. Und der steht ja wunderbar außerhalb seiner Festung. Ist er auch in 2 Tagen da? Okay. Gucken, dass wir auf jeden Fall den Zauberspruch noch kaufen. Sehr wichtig. Für die haben wir jetzt nicht genug Geld, für alles andere schon. Also zuallererst probiere ich mal okay, du würdest es sogar noch schaffen zurück. Hier mal die Einheiten auszuschalten, einfach weil ich es kann. Bogenschützen schießen. Also wenn, dann müssen wir versuchen, den Bogenschützen direkt auszuschalten. Dass der uns nicht irgendwie in die Seite schießt, während wir uns um die anderen Einheiten kümmern. Und ansonsten gibt es ja nicht viel mit Taktik von wegen die Nahkampfangriffe ziehen oder sowas. Das ist hier leider nicht möglich. Eines der größten Mankos hier im Kampfsystem. Das Kampfsystem ist relativ rudimentär. So, jetzt gucken wir, dass wir die mit viel Leben dafür nutzen, die mit wenig Leben müssen eventuell dann auch unterstützen. Wir können auch einfach mal alle überleben, ne? Habt ihr keinen mit Welle erklettern oder sowas? Easy. Wir können es nochmal befestigen, da würden wir uns nochmal die Beziehungen verbessern.
nehmen wir noch ein paar Städte ein. Gut befestigte Städte. Oh, hi. Well, fuck. Aber, die soll es eh bald nicht mehr geben. Die Goblins. Hätte das Glück. Das sind die nächste Runde Geschichte. Also wenn er jetzt nicht irgendwie wegrennt. Oder so. Ah, aber nicht gut genug, würde ich sagen. Die ziehen jetzt auch zurück. Kannst nichts gegen unsere befestigten Städte machen. Oh, das ist auch ein bisschen nervig. Die machen wir doch platt. Aber, eins nach dem anderen. Erst ist jemand anders dran mit platt gemacht werden, mit etwas Glück. Ich weiß nicht, ob wir die komplett ausgeschalten bekommen. Ich meine, das sind in Anführungsstrichen nur kleine Goblins. Aber... irgendwie eine gemeinsame Stellung hier beziehen. Ziemlich viele coole Zwerge hier mit ihrem Rundumangriff und so. Ein Angriff, wo auch keine Gegenwehr kommt. Das ist eigentlich das Beste an dem Rundumangriff. Nicht unbedingt, dass er mehrere Gegner treffen kann. Das ist auch cool. Aber der eigentliche Verkaufsschlager daran ist, dass der Gegner nicht zurückschlagen kann. Gerade bei einem Spiel wie Age of Wonders 1 so quasi unendlich zurückschlagen kannst, ist das eine ziemlich coole Sache. Okay, das gefällt mir eigentlich erstmal so, die Aufteilung. Gerade hier den Fernkampf in die Richtung schicken, finde ich sehr liebenswürdig. Wichtig wäre, dass unsere Fernkämpfe überleben, dass mit den gegnerischen Anführer vielleicht einfach niederknüppeln können mit Steinen, einem großen Steinhagel. Hab ich zu weit geschossen? Hallo? Verteidigung hast du nur auch nicht, Keule, ne? Ich muss mal kurz dran erinnern. Speerwerfen wollte ich nämlich eigentlich auf deinen Kollegen hier verwenden. Na toll. Oha. Die mal so hier so halb nach vorn. Die wir sie dann wahrscheinlich brauchen können. Und du gehst mal so ein Stück vor und du gehst so ein Stück vor. So vielleicht. Ja, genau. Dass er halt nicht einfach direkt auf unsere Fernkämpfer draufrennen kann. Vielleicht sollte ich das Speerwerfen auf den Anführer konzentrieren. Zauberte Waffe hat er. Und dunkle Gabe. Dunkle Gabe macht Schadensbonus. Okay. Mhm, AOE-Angriff. Interessant. Ja, außer Reichweite. Nacht. Na komm. Kann ruhig mal umfallen jetzt langsam. Danke. Zauberblitze. Okay, wir sollten dann gucken, dass auch die Rundum-Angriff-Typen können natürlich auch auf den gegnerischen Anführer gehen.
Aber vielleicht sollten wir die nicht so verschenken hier. Das war ein bisschen ein schlechter Move jetzt. Ja, geht noch. Was macht der Anführer, ist die eigentliche Frage. Autsch. Mit seinen fiesen Angriffen. Gut, geschenkt. Wir werden jetzt die Fernkämpfer in Reichweite bekommen. Nahkämpfer so davor. Ich weiß, der kann zwar zaubern und so, aber... So, vielleicht. Wird noch spannend jetzt. Wow. Der hat ja so viel. Rennt sogar weg. Krass. Wenn da ein Gegner im Weg ist, mir egal. Okay. Okay. Und jetzt full on assault. Ich habe es leider nicht rechtzeitig. Oh, ja. Ah, auch nicht. Ist schon bewegt, Junge. Dann jetzt alle nach vorne, die es noch nicht bewegt haben. Dass wir jetzt den Sack zumachen. Renn weiter weg. Interessant. Das Wichtigste, was wir haben, den Anführer auszuschalten, Mr. Speerschleuder. Und alle anderen müssen hier dann nach vorne. Speerschleuder kümmern. Beziehungsweise auch und um den Anführer, so mit rundum Angriff und so. Okay. Okay. Gut. Was nehmen wir jetzt hier aus? Hier sollten wir halt jetzt gucken. Die Rundumangriffe auch gut stellen, dass wir nicht unsere eigenen Einheiten erwischen.
Nice. Rola ist besiegt worden. Mit der ganzen Truppe, die wir jetzt hier so zusammen haben, so feuchtfröhlich, hätte ich fast gesagt. Jetzt gehen Norden. Dann nehmen wir ruhig die Dings mit. Und der Schleudertybi kommt uns auch hier noch etwas entgegen, hätte ich fast gesagt. Und hier würde ich jetzt einfach, wenn wir das Geld haben, hier aufwerten. Ich weiß, dass wir eigentlich noch Städte kaufen wollen, aber wenn uns eine Stadt irgendwie noch hilfreich sein wird, dann ist es diese. Alle anderen wahrscheinlich eher nicht. Ich war nicht unten. Noch unsere Mine wieder haben. Meine Mine. Ja, das, oh, das ist aber freundlich. Das ist ja wirklich freundlich, wie ihr euch hinstellt. Schade. Geting. Auch einen mit Goldmedaille bei uns noch. Also als Interesse. Ja. Zack. Du wirst dann auf jeden Fall dort noch gebraucht. Ja. Ist eigentlich fast. Ist halt so lustig. Es gibt dann nur den Fall von wegen, wir müssen echt aufpassen und es ist dann irgendwann alles egal. Sowas dazwischen gibt es eigentlich nicht bei dem Spiel. Ihr bleibt jetzt trotzdem hier. Ich möchte keine böse Überraschung erleben. Ist von irgendwoher noch. Ne, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Armee her oder so. Goblins. Ihr bleibt mal hier. Ihr könnt dann die Haupttruppe unterstützen. Wenn sie irgendwann bei euch eintrifft. Wohlgemerkt. Ihr könnt euch jetzt um den ganzen Rest kümmern, den ich euch so hinterlassen habe. Also vor allem bin ich jetzt gespannt, was mich hier im Gefängnis erwartet. Und da würde ich eigentlich ungern jemanden verlieren. Deswegen würde ich fast ausschließlich mit unserem guten alten Helden hier agieren. Mit seinen 10 Verteidigungen und mittlerweile 11 Lebenspunkten. Okay. Hat schon ein bisschen. Jetzt sehe ich das gerade richtig. Ach du meine Güte. Der hat 20 Leben, das ist eigentlich das einzige Problem an der Sache. Ansonsten. Sonst müsste ich ihn hinkriegen. Zauber. Heilwasser. Oh, das wird knapp. Kill him! Scheiße! Ah, jetzt habe ich hier sogar noch eine Exceptional Cultural Terminal Combat. Wir sehen uns gleich wieder. So, und hier bin ich wieder. Hier hätte ich eh geladen. Ist die Frage, ob wir jetzt unseren Speicher einfach nochmal. Unseren Reiter mitschicken, ja. Und die Frage ist, ob das auch jetzt wieder gleich aufgebaut ist. Auf jeden Fall ist der Verteidiger wahrscheinlich der gleiche. Okay, sieht das mal ähnlich aus. Bis gleich.
einen, der wenigstens dann versucht, den letzten Hit unterzukriegen, ja? Eigentlich müssen wir das schon machen. Jetzt ein extra Angriff wäre natürlich nice. Und schon wieder. Sehr interessant. Also wenn ich hier 10-mal den Fehler kriege, ich möchte das schaffen. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ich werde mal gucken, was ich noch so zaubern kann. Aber so an sich. Haben wir gesehen, ist machbar, ne? Das ist klar, das ist eine Stufe 4 Einheit. Das ist mir sowas von bewusst. Aber das spricht ja auch ein bisschen dafür, was uns hier eventuell erwartet an Prisoners sozusagen. Das andere mache bringt auch nichts, weil es 8 kostet. So. Komm schon. Ha! Okay. Und dann solche lausigen Truppen. Ich meine, der ist ganz nett, aber... Na gut. Ich meine, wir könnten versuchen, die anderen Truppen hier ein bisschen aufzuleveln. Gerade der Typ mit der Verzauberung könnte nützlich sein. Ansonsten. Ansonsten geht es eher so, ja? Eher so mäßig. Oder wir versuchen wenigstens den Adlerreiter irgendwie hochzuleveln. Keine Ahnung. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Hätte mir mehr erhofft. Aber okay. Wenn wir noch einen Krieg zu führen. Dann noch ein Autokampf her, sobald die anderen Dudes da sind. Noch eine Runde. Gibt es hier noch was zu entdecken oder nicht? Wir sollten dann mit der Eingruppe hier zusammenkommen. Dann wollten wir hier mal noch die Stadt erwerben. Und ansonsten auch nichts hier weitermachen. Wir können hier auch noch befestigen. Und hier noch befestigen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Also hier habe ich kein Geld für. Befestigen wir die noch. Gut. Ihr wartet aufs Schiff. Das kommt dann auch irgendwann. Wir warten hier auf den Bus. Also, natürlich nicht genügend Geld. 120, okay. Nächste Runde. Okay. Was wir auch noch machen können, wir brauchen auf keinen Fall mehr so viel Mana, wie viel wir haben. Können wir noch alles in Forschung stecken. Nur noch die Frostklinge. Kriegen wir die heute noch? Ich glaube schon.
Taste, Trennung erforscht. Machen wir noch Untote vernichten. Gruppe schnell verlegen, klang ja auch nicht so verkehrt. Automatisch. Zack. Ändern. Zu Frostling umsiedeln. Und ihr könnt jetzt eigentlich so lange hier warten, bis es schwarz werdet. Die brauchen wir an der Front. Und hier. Oh, ich gucke an. Hier seht man das mal. Riesen sind ganz nett. Zwergballon, Fliegtransport. Okay. Ein Maulwurfreiter mit Höhlensicht und sowas. Den würde ich mal gerne installieren. Und mit in die nächste Mission nehmen, sofern wir genügend Punkte haben natürlich. Das ist immer so eine Sache. Die muss halt bei uns in der Hauptgruppe mit sein oder in der Nähe, dass die mit in die nächste Runde genommen werden kann überhaupt. Das haben wir ja auch schon gelernt. Durch Fehler. Dann ist die Frage, ob unser Boot hier lange überlebt, wenn ich das andere Boot da sehe. Hey. Oh. Das ist eine Elfenstadt. Interessant. Die hätten wir. Okay, hätten wir das gewusst, hätte man da mal Hallo gesagt. Aber okay. So, und dann müssen wir eigentlich demnächst hier mal bei den Frostlingen Hallo sagen. Gekauft. Super. Wache befestigen. Okay. Also es wahrscheinlich lohnt sich nicht dafür noch eine extra Episode. Das machen sie jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen überziehen sollte. Der ultimative Showdown, ja? Sehr viel mit Skill verbunden. Ich habe es eigentlich nur taktisch gemacht, damit ich sicher gehe, dass ich den ersten Schuss habe. Dass die KI irgendwelchen Quatsch macht. Das ist auch mein einziger Vorteil hier, muss ich sagen. Ansonsten habe ich ja eher gerade Pech. Wollte ich jetzt auch mal gekonnt. Naja, was soll's. Aufgeben hätte ich gesagt, aber. Soll's. Oh ja, nehmt doch die Mine mir wieder weg. Was soll's. Jetzt nach vorne. Soll ich auf den warten? Ich bin mir unsicher. So. Er lebt sogar noch hier, ne? Ja gut, gibt es hier auch nichts weiter zu sehen. Das könnte man auch noch machen. Ne, beziehungsweise Moment. Oh, dieser. Dingsreiter, die wären ganz nett. Eberreiter. Tja, ihr kommt jetzt hier erstmal nicht weiter. Naja, was soll's, komm. Okay, bei euch ist klar, bei euch ist klar. Next! Sehr gut. Die Unabhängigen schlagen zurück. Hier ist doch dann irgendwann auch die Hauptstadt demnächst. Der verrechnet sich jedes Mal, wie hier auch wieder.
Okay, weiter geht's. Dich jetzt einfach auch mit nach vorne ziehen. Passt schon. Holofreiter installiert. Nicht, dass wir ihn wahrscheinlich noch in irgendeiner Weise nutzen können. Erforscht, noch das. Alles nicht mehr so die Zaubersprüche, die einen so wirklich vom Hocker hauen. Ach, guck an, da sind ein paar Einheiten. Die Frage, ob es Einheiten sind, die uns Sorgen machen müssen. Sprich, ob der Anführer dabei ist. Ach, guck, er hat ja schon auch schon alle zurückgezogen, wenn ich das so sehe. Alle in seine Hauptstadt. Wenn er die so unverteidigt zurücklässt, ist das eigentlich ein Zeichen dafür. Also uns soll es nicht stören. Befestigen finde ich super. Ist die Frage. Ne, gehen wir so schnell wie es geht nach Norden. Und dann gucken wir weiter. Hallo Freiter. Heberreiter. Okay, er kommt nicht weiter. Tja, und jetzt habe ich viel zu viel Gold. Lass mich doch mal aus Spaß. Einmal aufwerten hier. Wir können auch Mauern überall bauen, aber gerade zu faul. Schade, knapp. Das kann man auch mal gewinnen. Da ist ja noch die Stadt. Das heißt, in die Richtung müsste es weitergehen. Okay. Das heißt, wir könnten eventuell hier auch abkürzen. Da ist er. Okay. Haben wir überall Mauern drum? Nee, ne? Machen wir mal noch. Sicher zu gehen, dass hier. Ich mag einfach überall Mauern drum haben. Ich sag's mal, ich versuche jetzt gar keine falsche Ausrede oder irgendwas zu finden. Ich finde es einfach gut, Mauern überall drum zu haben. Gut. Wir könnten eigentlich noch, hätten noch Frösche beschwören können mit unserem Mana. Das wäre noch was gewesen. Aber okay, ist schon okay so. Theoretisch haben wir doch jetzt hier auch, genau. Das soweit. Das ist so eine Duftetruppe. Wenn dann irgendwie die Verstärkungsdudes noch kommen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und der Malwurfreiter, der braucht hier 7 Runden. Ne? Das ist das, was ich meinte. Das schafft er nicht. Höchstens er noch in seinen 2 Runden wäre eine Hilfe. Ansonsten sehe ich hier nicht viel Chancen. Ach, guck mal hier. Die könnten eventuell noch helfen. Also, er hätte die Möglichkeit gehabt, Frieden zu schließen, ne? So ist nicht. Wir haben es ihm angeboten. Er wollte nicht. Der ist ja weit gelaufen. Ach nee, das war der andere, der dann. Also, als wäre der eine so weit gelaufen, aber du warst der andere. Die können hier hin.
Problem ist. Nee, gar kein Problem. Wir können da hoch. Du auch. Wir können hier hin. Ich schaff's nicht mehr rechtzeitig. Gut, soll uns recht sein. Machen wir den Sack zu. Wir müssen auch nicht alle besiegen. Es reicht mir, wenn der Anführer die Hufe hochmacht. Wie man so schön sagt. Den machen wir eher so einen langsamen Vormarsch. Die könnten die könnten so ein bisschen aufgeteilt vorgehen. Dass wir hier versuchen, mit Fernkämpfern ein bisschen was zu reißen. Den sollte reichen. Der vielleicht noch so in Reserve. Und hier nach vorne, um dann mit dem Sperren zu agieren. Da schicken wir auch mal 1-2 Ponyreiter zur Verteidigung mit hin. Ansonsten. Zaubern. Könnten wir auch eine Einheit übernehmen? Vielleicht so einen Reiter. Wenn das klappt. Das klappt auch bei Helden, aber hat es hier keinen Helden im Angebot. Du hilfst da bei dem Vorstoß und ihr beiden deckt mal die Bogenschützen. Dann müssen wir es eigentlich gut hinkriegen jetzt. Den seine paar Hanseln hier, weiß nicht. Stellen jetzt vielleicht nicht so die Riesenbedrohung dar. Ist natürlich wie immer die Gefahr, unser Anführer hat zwar Verteidigung wie Sau, aber wir haben auch gesehen, gegen eine Stufe 4 Einheit stirbt er noch, was aber. Eine Stufe 4 Einheit. Also ist trotzdem gut gehalten dabei, muss man sagen. So. Und das ist aber schön, dass du direkt in Reichweite unserer Speerschleuder kommst. Das finde ich ja zu freundlich von dir. Mach die Pinguine tot, das sind die schlimmsten Einheiten, die fiesesten Einheiten in ganz Age of Wonders. Na, und den Fernkörper kannst du dich kümmern, ne? Ja. Gut gemacht. Not. So. Könnte ich mir das vorgestellt. Jetzt sind jetzt hier die Truppe, können wir einfach so wie es ist nach Norden versetzen. Die bringen uns jetzt noch nicht viel. Und jetzt würde ich versuchen. Komm. Sehr gut, kriegt er nämlich auch noch ein bisschen Erfahrung. Den habe ich nämlich vor, nächste Mission mitzunehmen. Für die nächste Mission. Eventuell auch ihn hier. Insofern ich genügend Punkte habe für alles. Ansonsten möchte ich eigentlich nicht gern, ungern die Mission jetzt dreimal nochmal spielen. Deswegen halte ich meinen Anführer auch noch ein bisschen zurück. Ah, den könnten wir versuchen zu übernehmen. Ach, verzaubert. Dann hätte der nicht so die Chancen. Aber überlebt, meine Güte, nice. Gucken, was der Anführer jetzt macht. Okay. Schockt mich jetzt nicht so. Ach, die wehren sich. Ich erinnere mich. Du bist nicht in Reichweite. Du schon. Easy. Tag 27. Lord Tarkor ist besiegt worden. Das Reich der Frostlinge besiegt. Und damit haben wir es. Elric von den Elfen ist Season der Sieger. Ja, gucken wir mal. Also, wir haben jeweils immer die Anführer gesniped. Das sieht man mal an diesen sehr steilen
abfallen halt. Ne, wenn man die Gegner nach und nach kaputt machen würde, dann würde das anders aussehen. Das finde ich ja krass. Egal, haben wir geschafft. Was gibt's jetzt? Lockender Stern. Das ist doch genau dasselbe oder ähnliche. Mal gucken. Bald bricht die Morgenröte an und die Feierlichkeiten sind noch immer nicht vorbei. Ich kann nicht schlafen und so schreibe ich. Trotz des Sieges und der frohlockenden Menge kann ich von diesem Balkon aus nur einen hellen Streifen über den fernen Tal erkennen. Der helle Stern spricht zu mir und erinnert mich daran, dass größere Mächte ihr Werk tun. Julia sandte ihre Gratulation zu unserem Sieg durch einen Adlerreiter. Doch mit ihrem Lob kamen beunruhigende Neuigkeiten über das Gerücht, dass die Todesbücher planen, Lord Iniok wiederzubeleben. Ich fürchte, dass Meander, besessen von seiner Idee, die Menschheit auszulöschen, sich verlockenden Mächten ausliefert, die kein lebendes Wesen kontrollieren kann. Vielleicht sind diese Halblinge lediglich Sündenbock meiner Schlaflosigkeit. Vielleicht sollte ich mich wieder zu ihnen gesellen und mich von ihren klimpernden, was ist das denn, Zithern und schrillen Panflöten, wahrscheinlich ein Musikinstrument, Panflöten, ihren brodelnden Kesseln und ihrem süßen Wein besänftigen lassen, bis ich zu müde bin, mir weiter Sorgen über die Finsternis, die am Horizont auf uns lauert, zu machen. Wie bin ich froh, dieses so kleinwüchsige Volk von so großer Weisheit und Freude um mich zu haben. Morgen werden sich die Wächter und Verbündete unter Julias Botschaft und unserem nächsten Schritt beratschlagen. Vielleicht weiß ich dann, welchen Weg ich einschlagen muss. Ich habe schlechte Nachrichten. Gerade als die Wächter hofften, diplomatische Beziehungen zu den Ex-Menschen und den Frostlingen aufbauen zu können, traf schweres Unbill unserer Verbündeten in Tiefmir. Die riesige, unterirdische Nation der Zwerge ist in sich zusammengebrochen. Den Zwergen droht das Aussterben und sie müssen unsere gemeinsame Sache im Stich lassen, um ihre Überlebenden zu sammeln. Nun stehen wir vor der Entscheidung, neue Verbündete zu finden oder mit den Alten beizustehen. Die meisten Wächter bestehen darauf, dass wir es den Zwergen schuldig sind, aber sprechen wir unser eigenes Todesurteil, wenn wir ihnen helfen? Das ist eine komische Frage. Die Schlichtungsverhaltung der Frostlinge sind unterbrochen worden. Sie betrachten die Tragödie als Versagen der Wächter. Da das Zwergenreich an das der Frostlinge angrenzt, sehen sie jeden Abwanderungsversuch in die Sicherheit als Kriegsverhandlung. Logisch, Kriegshandlung. Die Ex-Menschen starren die Halblinge hungrig an, behaupten aber, helfen zu wollen, wenn sie entsprechend entlohnt werden. Julia hat ihren Zweifel daran geäußert, ob das Bündnis mit den Echsenmännern für die Wächter bezahlbar sei. Doch ihre Kräfte müssen beachtlich sein und eine diplomatische Mission stillt vielleicht ihren Hunger. Das Echsenreich liegt auf dem Weg zum Tal der Wunder und ihre Truppen scheinen, sofern sie organisiert sind, unbezwingbar. Genau, das ist jetzt die Entscheidung. Gehe ich zu den Zwergen oder gehe ich zu den Echsenmännern, ne? Die südlichen Sümpfe. Das ist, glaube ich, dieselbe Mission oder dieselbe Entscheidung, die ich als den Kult der Stürmer auch hatte. Ich konnte entweder die Echsenmenschen nehmen oder die Orks. Also die Echsenmenschen folgen dem, der am meisten bezahlt, sozusagen. Gut, ich freue mich, dass wir die Mission jetzt auch abgeschlossen haben. Ich sehe gerade so um die 5 Minuten überzogen, das ist okay. Mal sehen, wie viele Einheiten wir das nächste Mal mitnehmen können. Und ich kann schon mal so viel verraten, ich gehe zu den Zwergen. Genau, an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.